Ich treffe jetzt gleich hier Herrn Professor Dr. Christian Matthias Wellbrock, unseren diesjährigen Preisträger des Jenny Gusick-Preises für familienfreundliche Führung 2020. Hier ist das Schild von seinem Seminar. Er ist Professor für Medientechnologiemanagement. Er wird jetzt da oben in seinen Arbeitsräumen schon auf mich warten, zusammen mit seiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Lea Püschel, die wir heute auch kennenlernen. Sie hat zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen ihren Chef für diesen Preis vorgeschlagen. Familienbewusst führen war ja gerade in den letzten Monaten, besonders während des Lockdowns in der Corona-Pandemie, eine besondere Herausforderung für die Führungskräfte an der Universität. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Familienverantwortung, mit Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen hatten mit besonders großen Schwierigkeiten zu kämpfen, digitale Lehre und Forschung am Laufen zu halten und gleichzeitig noch zum Beispiel Kinder zu betreuen zu Hause. Für diese Herausforderung hat Herr Professor Wellbrock eine Lösung gefunden, indem er sein Team besonders unterstützt hat. Zum einen hat er sehr früh bereits die psychologischen Belastungen dieser Situation erkannt und als solche benannt und seinem Team auch angeboten, mit ihnen darüber zu sprechen. Und zum anderen hat er besondere Flexibilität bewiesen darin, dass die Herausforderung der digitalen Lehre, die ja alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerade in der Qualifizierungsphase auch hatten, die dann zulasten der Forschungszeit ging, dass er da eine Lösung gefunden hat jetzt, indem er den Teammitgliedern es ermöglicht, flexible Forschungswochen und Monate jetzt, wo der Lockdown vorbei ist, nachzuholen und sich hier auch wieder der Forschung widmen zu können. All diese Dinge sind aus unserer Sicht nicht selbstverständlich für die Wissenschaft. Und deshalb ist Herr Professor Wellbrock ein würdiger Preisträger 2020. Herr Wellbrock hat den Preis verdient, weil, das möchte ich vor allem mit einem Satz begründen, er es uns allen, also alle Promovierenden und die hilfswissenschaftlichen Mitarbeiter, es ermöglicht, uns fortzuentwickeln unter Berücksichtigung der individuellen persönlichen Umstände. Das möchte ich mit zwei Beispielen benennen. In der Vor-Corona-Zeit war es so, dass eine Konferenzteilnahme möglich war, trotz und gleichzeitig während Stillen eines Babys, was sehr außergewöhnlich war. Und in der Corona-Zeit war es so, dass er von Anfang an schnell reagiert hat, es uns ermöglicht hat, im Homeoffice zu arbeiten, auch da unter Berücksichtigung der Umstände, wie zum Beispiel, dass man eben mit mehreren Personen auf einmal in einem Haushalt lebte und dass man gegebenenfalls auch neue Dinge anschaffen musste. Also psychologische wie physiologische Umstände wurden da sofort berücksichtigt, ohne Nachfrage von unserer Seite. Und dass er es uns jetzt, vor allem uns Promovierenden, auch ermöglicht, diese Mehrbelastung, die wir durch das durch die digitale Lehre, den Aufbau der digitalen Lehre hatten, dass wir das nun irgendwie kompensieren können, und zwar durch mehrwöchige Forschungs- und Schreibwochen für die Doktorarbeiten. Warum ich mich als Professor um das Thema Familienfreundlichkeit kümmere, das ist natürlich auf der einen Seite so, dass ich selbst sozusagen Betroffener bin. Also ich bin selbst Familienvater, war auch ein Jahr in Elternzeit, und das wurde damals, ich möchte mal sagen, jetzt nicht von allen so positiv aufgenommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Das hat mich ein bisschen irritiert, und seitdem ist es auch mein Ziel, dass das anderen vielleicht nicht so geht. Und der zweite Aspekt ist natürlich der, dass ich es auch als grundsätzlich als Führungsperson, als meinen Job, zumindest einen Teil meiner Aufgabe betrachte, für Rahmenbedingungen zu sorgen, unter denen Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein zufriedenes Leben führen können. Und da spielt die Familie natürlich eine große Rolle, also speziell, wenn man Kinder hat oder sich um die Eltern kümmert oder sowas. Und das ist eine Motivation, die mich da treibt, speziell in dem akademischen Umfeld, wo natürlich auch eine große Abhängigkeit besteht zwischen Studierenden, Doktorandinnen und Doktoranden auf der einen Seite und Professoren auf der anderen Seite. Und gleichzeitig ja wenig Kontrolle für die Führungsperson da ist, weder soziale Kontrolle noch unbedingt organisationale Kontrolle. Und da ist, glaube ich, der einzige Weg, über den das dann funktioniert, eine große Offenheit, die in beide Richtungen funktioniert. Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Professor Dr. Christian Wellbrock. Ich freue mich, den Jenny Gusick-Preis 2020 für familienfreundliche Führung
an Sie überreichen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich wirklich außerordentlich, muss ich sagen. Freue mich sehr drüber. Eine tolle Wertschätzung. Dankeschön.